Tor-Tür. Hol den Aufseher. Diese Tür muss... Du hast es geschafft. Öffnet werden. Sofort. Jetzt habe ich dich. Der Aufseher wird von dieser Sache hören. Macht Spaß, Knallkopf, hä? Ich wusste, dass du früher oder später auftauchen würdest. Stehen bleiben im Namen des Aufsehers! Dein Vater hat uns alle verraten! Der außerhalb seines Quartiers angetroffen wird, muss mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. Das wäre alles. Du musst von hier verschwinden. Bestimmt wird jemand kommen, um nachzusehen, was los ist. Pass auf dich auf.
Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden, direkt in Ihr Herz. Disziplin ist die Seele der Armee. Durch sie wird eine kleine Einheit zum Heer. Die Schwachen erzielen Erfolge. Hallo, großartiges Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Wussten Sie, dass unter uns Leute weilen, die unsere Hoffnung auf Frieden, Ordnung und Sicherheit zerschlagen wollen? Diesen Radikalen sind Sie völlig egal. Diese Leute kümmert Amerika nicht. Sie interessieren sich nur dafür, sich selbst die Taschen zu füllen. Wir müssen mit diesen Hetzern abrechnen. Wer zum Teufel sind Sie denn? Woher sind Sie gekommen? Hat Moriarty sie geschickt? Durchstreifen die Wüste und stehlen und ermorden alles, was ihnen über den Weg läuft. Und dann diese stählende Bruder... Colin Moriarty, der Besitzer von Moriarty Saloon im Megaton. Dieser Drecksack ist überzeugt, dass ich ein verrückter Junkie bin und ihm Geld gestohlen habe. Diese gepanzerten Pfadfinder sind lediglich gemeine Kriminelle mit Zugang zu antiquierter Technologie. Kriminelle, die die Verwegenheit... Wissen Sie, ich habe für diesen Fiesling gearbeitet. Ich habe für ihn... Sie wissen schon, anderen Kerlen einen Gefallen getan. Mir hing das bald zum Hals heraus. Ich sagte Moriarty, dass ich meinen Teil nehme und gehe. Ich schließ sogar mit ihm, um die Abmachung zu besiegeln. Am nächsten Morgen sagte er mir, dass ich nicht gehen könne. Also bin ich abgehauen. Ich schnappte mir mein Geld und lief davon. Jetzt hat er mich als Diebin und Junkie bezeichnet und seine Kumpane auf mich gehetzt. Ich schätze, ich brauche ein neues Versteck. Die gesamte Innenstadt von DC überrannt haben. Gesetzlosigkeit, Schrecken, Mord. Sie sind allgegenwärtig. Das würden Sie für mich tun? Ich kann es kaum fassen. Dabei kennen Sie mich doch kaum. Danke. Passen Sie da draußen gut auf sich auf. Nicht mehr lange. Die Enklave wird in dieser großartigen Nation Frieden, Ordnung und Wohlstand wiederherstellen. Und wer gegen uns ist, wird entfernt. Für immer. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören. Hast du in Stücke gerissen? Ja, oh. Nimm sie auseinander! Oh, ist das schön, wenn sie sich wehren! Jetzt wirst du in Stücke gerissen! Ah. Super!
des Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und wenn Sie einen Moment Zeit für mich haben, sollten wir miteinander reden. Als ich ein Kind war, das im ländlichen Kentucky aufwuchs, hatte ich den besten Freund, den ein Junge haben kann. Meinen lieben alten Hund, Honey. All unsere Abenteuer. Wir reisten von Nordkorn bis Rotschlag. Sorgenfrei und mutig. Verantwortungslos und unzertrennlich. Für mich als kleinen Jungen war die Welt damals perfekt. Super! Ich frage nun Sie, auf wie viele Ihrer Kinder trifft das Gleiche zu? Wie viele Jugendliche dieser Nation sind wirklich glücklich und sorgenfrei? Ich reiß dir dein verdammtes Herz raus! Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und wenn Sie einen Moment Zeit für mich haben, sollten wir miteinander reden. Als ich ein Kind war, das im ländlichen Kentucky aufwuchs, hatte ich den besten Freund, den ich gehabt habe. Hund, Honey. Super! Hallo, Abenteuer. Wir reisten von Knob Creek bis Archenville. Sorgenfrei und mutig. Verantwortungslos und unzertrennlich. Für mich als kleinen Jungen war die Welt damals perfekt. Ich frage nun Sie, auf wie viele Ihrer Kinder trifft das Gleiche zu? Wie viele Jugendliche dieser Nation sind wirklich glücklich und sorgenfrei? Wir kennen doch alle die Antwort, oder? Amerikas Kinder führen ein schreckliches, bedeutungsloses Leben. Es gibt keine Hoffnung, keine Fröhlichkeit. Doch das wird sich ändern. Genau hier, genau jetzt. Ab sofort haben die Kinder dieser großartigen Nation die höchste Priorität. Die Enklave wird alle Schulen wieder aufbauen, alle Jugendprogramme fortführen und Rat sowie finanzielle Hilfen für bedürftige Familien anbieten. Wir werden den mittellosen, verwaisten Kindern des Ödlands der Hauptstadt qualifizierte Erwachsene zur Seite stellen. Wir werden die amerikanische Familie so wieder aufbauen, wie sie war, wie sie sein sollte. Die Werte unserer Vergangenheit sollen das Fundament unserer Zukunft sein. Denken Sie daran, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet ständig daran, dieses Land wieder zum Ruhm zu führen. Es braucht nur Geduld und etwas. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ich hab den Jammerlappen!
versteckt sich niemand. Verstecken bringt nichts. Es wird bald. Ha! John Henry, direkt in ihr Herz. Zerstöre ich nicht auch meine Feinde, indem ich sie zu Freunden mache? Ich bin Präsident John Henry Eden. Und Sie hören Radio Enklave, die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser kalten, unvernünftigen Welt. Hallo Amerika, hier spricht John Henry Eden, Ihr Präsident. Es gibt Dinge, über die wir miteinander sprechen sollten. Sprechen wir doch einmal über unsere Regierung. Oder genauer gesagt über Ihre Regierung, liebes Amerika, die Enklave. Aber wer ist die Enklave? Das ist sehr einfach. Sie, liebe Amerikaner, sind die Enklave. Ihre Schwestern, Tanten, Freunde und Nachbarn. Und ja, ich bin damit auch die Enklave. Als Ihr Präsident habe ich die Verantwortung, über unsere großartige Demokratie zu wachen. Als Ihr Präsident bin ich die Stimme, das Herz und die Seele der Enklave. Und damit bin ich auch die Stimme, das Herz und die Seele Amerikas. Aber nur gemeinsam können wir das Potenzial entfalten. Wieder zu dem werden, was wir vor dem Krieg waren. Eine Gemeinschaft, wunderbar und mächtig. Eine Enklave. Ein Amerika. Jetzt und für alle Zeit. Denken Sie darüber nach, was ich Ihnen gesagt habe, liebe Hörer. Schon bald wird diese großartige Nation wiedergeboren mit der Enklave als Erlöser. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke. Verflixt, du bist echt verrückt! Hallo, wunderschönes Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Es ist an der Zeit, etwas recht Wichtiges zu erörtern. Es geht um, nun ja, meine Präsidentschaft. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist, wie ich in dieses erhabene Amt gewählt wurde. Oder ob ich überhaupt gewählt wurde. Darauf muss ich antworten. Ich wurde natürlich gewählt, geliebtes Amerika. Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament einer Demokratie? Leider kann ich im Interesse der nationalen Sicherheit nicht die Einzelheiten der Wahl erörtern. Sie werden das verstehen.
Aber ich bin Ihr Präsident, weil die richtigen Leute entschieden haben, dass ich es sein soll. Ich bin Ihr rechtmäßig gewählter Vertreter. Wenn die Zeit gekommen und meine Amtszeit vorbei ist, kann Amerika natürlich einen neuen Präsidenten wählen. Und dieser Mensch wird unser ganzes Vertrauen erhalten und unsere gemeinsamen Werte vorwärts in die Zukunft tragen. Demokratie, liebe Amerikaner. Demokratie. Jetzt. Und für alle Zeit. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören.